Es war einmal einer, der hieß Quassel. Mit Vornamen. Mit Nachnamen dann wieder Kasper. Das ist zusammen Quassel-Kasper. Er kam von Wasserburg, hieß also insgesamt Quassel-Kasper von Wasserburg. Adlig wohl. Und dieser Quassel-Kasper, der quasselte den ganzen langen lieblichen Tag, weil er ein Quassler war. Quasselte jeden und jede voll, den oder die er traf. Da bin ich ganz anders. Nämlich genau gegenteilig. Wortkarg. Ein Schweiger. Und dieser Quassel-Kasper wurde eines Tages reich. Auch das noch. Quasseln und reich. Was für ein Unglück. Und wo bleibt da die Freiheit, frage ich euch? Na, wo bleibt das Leben? Und ich sage jetzt an, Reichtum und Freiheit. Aber 7-Meilen-Stiefel sind auch nicht aus Eisen. Der alte Taff hatte dem Quassel-Kasper aus Wasserburg 2 7-Meilen-Beine geschnitzt. Was ist das größte Glück auf der Erde, Taff? Fragte der Quassel-Kasper. Das größte Glück, sagte der alte Taff, ist, wenn einer 2 Beine hat und die große Nummer auf dem Trapez ist. Ich habe bloß noch 1 Bein. Aber ich habe 2, sagte der Quassel-Kasper. 7 Meilenbeine. Ich sage, das größte Glück auf der Erde ist ein Freund mit ewiger Freundschaft. Taff sagte, ja. Aber es waren ja noch keine 2 Tage vergangen, seit er erfahren hatte, was beim Quassel-Kasper ewig bedeutet. Der Quassel-Kasper machte bald kleine Ausflüge mit seinen 7-Meilen-Beinen. Lief erst einmal probeweise um die Zigeunerwiese herum. Rannte dann auch schon die Landstraße entlang. Und der Wind kitzelte ihn dabei an den Seiten seines Hemdes. Das fühlte sich sehr nach Freiheit an. Das roch nach Abenteuer. Einmal, als sie zusammen in der Bude saßen, sagte der alte Taff: Die Zeit ist schnell vergangen, Junge. 70 Jahre so schnell wie 7 Tage. Und hätte ich 2 Beine, dann könnte ich herumgehen, wo ich wollte und wie weit ich wollte. Oh ja, rief der Quassel-Kasper, weil er das schon lange mal sagen wollte. Weil das größte Glück der Erde ist doch die Freiheit. Nicht wahr, Taff? Ja, nickte Taff. Die Freiheit. Aber 2 Beine braucht man. Hab ich doch, rief der Quassel-Kasper. Der alte Taff sagte nichts, denn er konnte sich sehr gut an seine Jugend erinnern. Da war Freiheit auch mehr als Freundschaft für ihn gewesen. Ach, lass mich frei, Taff, sagte der Quassel-Kasper. Und als der alte Mann Taff sah, wie die Freiheit den Quassel-Kasper lockte, ließ er ihn gehen. Er gab ihm noch 20 Mark mit und sagte, mach nichts falsch, Junge. Lass es dir gut gehen. Und adieu. Jetzt war der Quassel-Kasper nicht nur frei, er war auch reich. Freiheit und Reichtum, so sang er. Reichtum und Freiheit, was kann es Besseres geben auf der Welt? Und er war so fröhlich wie noch nie.
Aber da fingen die Sorgen mit dem Reichtum schon an. Denn wohin mit dem Geld? Ein Kasperhemd hat keine Taschen. Und 4 schwere 5-Mark-Stücke für einen kleinen Quasselkasper sind ein schweres Gewicht. Einmal trug er das Geld in der einen Hand und bald wurde sie lahm. Dann wechselte er, trug es in der anderen Hand und bekam dort Muskelkater und Fingerreißen. Und dann schmerzten ihn auch obendrein noch die Beine und er konnte kaum noch laufen. Was nützen einem Geld und Gut, wenn ihm etwas wehe tut? Altes Wasserburger Sprichwort für Quasselkasper. Kurzum, der Reichtum war ihm eine Last. Nach einer Weile traf er einen Fuchs und eine Katze. Guten Frühling. Und wo geht ihr denn hin? Grüßte der Quasselkasper die beiden. Guten Frühling, Wandersmann, sagte der Fuchs. Er hatte angeblich seinen Schwanz gebrochen und trug ihn in einer Schlinge. Und die Katze hatte angeblich schlechte Augen. Aber das war alles ein Schwindel, eine Lumperei. Kurzum, sie waren Halunken. Aber das merkte der Quasselkasper nicht. Und wo wollen Sie hin mit all dem Geld? Och, sagte der Quasselkasper. Mal hier oder mal dahin. Darf ich mich anschließen? Oh, bitte gern. Ja, selbstverständlich. Sie gingen eine Weile hintereinander her. Von der schönen Landschaft sah der Quasselkasper nichts. Und was die beiden Halunken miteinander flüsterten, hörte er nicht. Schließlich fragte ihn die Katze: Haben Sie denn keine Angst vor Dieben, Herr? Quasselkasper heiß ich, von Wasserburg. Oh, adelig und von Adel. Haben Sie keine Angst, Herr Baron von Wasserburg? Vor Dieben? Der Schreck fuhr ihm in die Beine. An Diebe hatte er noch nicht gedacht. Und Räuber und Wegelagerer, die an der Straße lauern, hinter Büschen und Sträuchern. Strauchdiebe und Vagabunden, Herr Baron. Leider müssen wir uns verabschieden, denn unser Weg geht jetzt links ab. Oh, bitte, meine auch. Denn ich kann tun, was ich will. Ich wollte sowieso nach links. Darf ich mich anschließen? Aber selbstverständlich, Baron, sagte der Fuchs. Unterwegs zuckte die Katze vor jedem Busch und bei jedem Baum zusammen. Oh, Gott, hat mich das erschreckt. Ich vermeinte, einen Räuber gehört zu haben. Finden Sie nicht, Herr Wasserburg, dass man sich seines Lebens nicht mehr sicher ist mit so viel Geld unterm Arm? Das war natürlich eine Finte, ein Trick, ein Plan. Denn bald ging es dem Quasselkasper genauso. Bei jedem Strauch, bei jedem Busch witterte er Unheil. Er hatte, seitdem er das Geld hatte, nicht mehr gelacht. Hatte keine Geschichte von Wasserburg erzählen wollen, was er doch am liebsten tat. Und hatte Muskelkater in Händen und Beinen. Man sollte, sagte die Katze, wenn man Geld hat, es nicht so mit sich herumtragen. Einschließen. Mit einem Sicherheitsschlüssel in eine Sicherheitskassette fest einschließen. Findest du nicht auch, Fuchschen? Seit eh und je die beste Art, sagte der Fuchs. Dem Quasselkasper ging es gar nicht gut. Aber wo und wie, meine lieben Freunde, kann man das denn, wenn man keinen Tresor hat?
Oh, nichts leichter als das, sagte der Fuchs. Ein Schließfach. Auf jedem Bahnhof gibt es einige Schließfächer. Kostet nicht viel und ist absolut kolossal sicher. Nicht wahr, Katzenmaus? In der Tat gab es auf dem nächsten Bahnhof genügend Schließfächer. Dem Quasselkasper fiel sozusagen ein Stein vom Herzen oder eine Last von den Schultern, als das Geld endlich eingeschlossen war. Den Schließfachschlüssel hielt er fest in der Faust. Dann machten sich die drei wieder auf den Weg. Der Quasselkasper hatte jetzt nicht mehr so schwer zu tragen, aber lachen konnte er immer noch nicht. Und Faxen machen hatte er ganz vergessen. Nach einer Weile fing die Katze wieder an. Wenn so ein Schlüssel... Was denn? Fragte der Quasselkasper. Och, ich meinte nur, wollte nichts sagen. Nein. Was ist, wenn so ein Schlüssel? Ich meine, wenn nun so ein Schlüssel verloren geht, was dann? Wird nicht verloren. Ich halte ihn ja ganz fest. Ja, da haben Sie recht. Sie gingen eine Weile. Der Quasselkasper sah die schöne Landschaft nicht, hörte die Vögel nicht singen, hielt nur mit aller Kraft den Schlüssel fest. Oh, der Räuber! Was für Räuber? Ich meine Räuber. Räuber können einem genauso gut den Schlüssel stehlen, wie sie einem das Geld stehlen können. Nein, glaube ich nicht. Ich meine ja nur, weil wer den Schlüssel eines Schließfaches hat, hätte auch das, was drin ist. Nicht wahr, Fuchschen? Und ob. Sagte der Fuchs. So eine hinterhältige Bagage. Der Quasselkasper fühlte sich so schlecht wie lange nicht mehr. Schlechter und noch schlechter. Als der Tag zu Ende ging, sagte der Fuchs, es wäre besser für unseren Freund und Baron, wir würden wo einkehren. Im Gasthaus lässt es sich ruhiger schlafen. Man kann den Schlüssel unter das Kopfkissen legen. Nicht wahr, Katzenmaus? Und ob das? Also kehrten sie in ein Gasthaus ein. So ein Schlüssel ist ein kostbares Gut, Herr von Osserburg. Man sollte ihn bewachen. Und je mehr Wachen ihn bewachen, umso besser. Nicht wahr, Freundchen? Und ob das? Leider sind Sie nur einer. Schade für Sie. Ja, aber wir sind doch drei, sagte der Quasselkasper. Wir könnten doch alle drei wachen, oder? Ja, wenn Sie so wollen. Man kann sich schon denken, wie... Als der Quasselkasper aufwachte, waren die beiden weg. Der Schlüssel auch.
Der Quasselkasper rannte in die Wirtsstube und jammerte. Sie haben mich beraubt. Sie haben mein Reichtum mitgenommen. Gestohlen. Sie waren ganz gewöhnliche Diebe. Der Wirt warf ihn hinaus vor die Tür und rief ihm hinterher. Geh doch zur Polizei, wenn das wahr ist. Zur Polizei? Zur Polizei? Der Quasselkasper ging geradewegs zur Polizei, um den Diebstahl zu melden. Die Diebe hinter Schloss und Riegel bringen zu lassen. Die Diebe, rief der Quasselkasper, könnten noch eingeholt. Alle Diebe könnten noch eingeholt werden, rief der Wachtmeister. Warten Sie, bis Sie dran sind. Die Zeit verging und verging und verging. Und dann kam er an die Reihe. Der Fuchs und die Katze, die haben... Erst den Namen, sagte der Polizist. Fuchs und Katze. Sie können doch nicht zwei Namen haben. Wieso ich? Reden Sie nicht so lange. Heißen Sie nun Fuchs oder Katze? Ich heiße Quasselkasper. Na also, warum geben Sie erst einen falschen Namen an? Wie? Sie wissen wohl nicht, was das nach Paragraph 11 bedeutet, was? Auf jeden Fall schon einmal versuchte Täuschung. Er trug versuchte Täuschung der Behörden ein. Also, Sie heißen Quassel, Vorname Kasper. Mhm. Beruf? Wasserburger. Geboren wo? Wasserburg. Berufstätig? Nein, zurzeit nicht. Also, zweites Vergehen nach Paragraph 19, Herumstreicherei und wahrscheinlich auch ohne festen Wohnsitz. Wer ohne festen Wohnsitz ist, kann festgenommen werden. Ja. So, also, ja. No, worum handelt es sich? Und zwar hatte ich Geld. Aha. Sie hatten Geld. Woher, bitte? Von meinem Vater. Name des Vaters, wo geboren, wann, Beruf, genaue Anschrift und mit wem verheiratet? Taff, Zirkus Macaroni, alt. Ist das alles? Mehr wollen Sie angeblich nicht über Ihren eigenen Vater wissen? Untersuchungshaft, bis die Angaben überprüft sind. Abführen! Der Quasselkasper kam in eine Einzelzelle. Und dann begann eine lange, lange Zeit. Die Tage nahmen kein Ende und die Nächte schon gar nicht. Die Einsamkeit war größer als der Nordpol. Keiner hatte die Wochen gezählt. Schließlich holte man ihn zur ersten Verhandlung aus der Zelle. Sie sind, sagte der Richter, sozusagen ein Pflegesohn eines gewissen Taff aus dem Zirkus Macaroni. Das geht hervor aus einer Aussage des betreffenden Taff. Stimmt das? Jawohl, Euer Gnaden, Majestät. Schon gut. Sie haben vom Herrn Taff Geld erhalten. Aber das sagte ich doch schon die ganze Zeit. Und zwar... Der Beklagte hat gestanden, da die Höhe der Summe nicht nachzuweisen ist, werden sie geschätzt. Und zwar sagen wir 3 Millionen. Sie haben keine Erbschafts-, Schenkungs-, Vermögensabgabe, Kapital- und Kapitalertragssteuern gezahlt. Das macht insgesamt 22. Vergehen gegen die Paragraphen 219 bis 241, das ergibt eine Haftstrafe von etlichen Jahren. Abführen, der nächste Fall. Und wieder ging es ab in die finstere Zelle.
Ob es Jahre waren, die vergingen, Wochen oder Monate, keiner hat es gezählt. Noch nie war der Quasselkasper so einsam wie hier im Gefängnis. Und dann, eines Tages, wurde er entlassen. Er ging aus dem Gefängnistor auf die Straße und dort weiter, egal wohin. Er hatte keine Kraft mehr in den 7-Meilen-Beinen. Die Nase hing ihm nach vorn herunter. Die Mütze war müde geworden. Und keinen Mut. Die Sonne schien. Aber den Quasselkasper wärmte sie nicht. Er sah die schöne Landschaft rechts und links neben der Straße nicht, hörte die Vögel nicht singen. Oh. Kurzum, er hatte keine Lust mehr zu leben. Da merkte er nach einer Weile, dass hinter ihm ein kleiner, armseliger Kerl hertrippelte. Ein Maulwurf. Der Quasselkasper sah ihn von der Seite an und fragte dann, Sie sind wohl ein blinder Mann? Nein, nein, nur etwas kurzsichtig, weil ich nichts mehr sehen kann. Halb so schlimm. Oh! Sie gingen eine Weile weiter. Da fragte der Maulwurf, Ja, wo ist die Sonne, Herr? Was für eine Sonne? Fragte der Quasselkasper. Na, die wunderbare Sonne am Himmel. Oben am Himmel muss doch eine Sonne sein. Der Quasselkasper sagte, Da, links oben. Schön, freute sich der Maulwurf. Weil die Sonne Mario so gern, die sieht so hell aus. Nach einer Weile sagte der Maulwurf, Aber der Regen macht mir auch nichts. Den Regen putzt meinen Pelzmantel. Wissen Sie, eigentlich macht mir ja nichts etwas. Der Quasselkasper merkte bald, dass er hier einen seltsamen Kameraden getroffen hatte. Wo gehen Sie hin, Herr Maulwurf? Nirgends hin, ich habe kein Ziel. Wenn wer kein Ziel hat, kann sich nicht verirren. Der Quasselkasper hatte im Gefängnis das Reden verlernt. Aber je länger er hier mit dem seltsamen kleinen Kameraden zusammen war, umso mehr wollte er wieder quasseln. Wissen Sie, quasselte er, ich komme von Wasserburg. Ich meine, nicht direkt von Wasserburg. Direkt komme ich aus dem Gefängnis. Und zwar war ich einmal sehr reich. Und dann hatte ich zwei Freunde. Einen Fuchs und eine Katze. Und er erzählte ihm die ganze Geschichte von A bis Z. Wie sie ihm erst das Geld geklaut haben und die Polizei ihn obendrein eingelocht hat. Reichtum, sagte der Maulwurf. Wissen Sie, macht mich glücklich. Nur glücklich sein macht glücklich. Ich habe oben Pfoten, unten Beine. Und darauf scheint mir die Sonne. Und das macht mich glücklich. Ist das nicht schön? Haben Sie Beine? Logisch habe ich Beine, sagte der Quasselkasper. 7-Meilen-Beine, die hat mir der Taff gemacht. Wer ist der Taff?
ist mein Pflegevater, sozusagen. Dann müssen Sie dem Taff aber dankbar sein. Die beiden freundeten sich dick an, gaben sich die Pfote und schworen sich ziemlich ewig Freundschaft. Die 7 Mannbeine des Quasselkaspers waren noch lahm von der langen Gefangenschaft. Und er lief immer etwas vor, dann wieder zurück, während der Maulwurf langsam und gemütlich vor sich hin trottete. Muss mich üben, sagte der Quasselkasper. Die Beine, weißt du? Und war wieder weg. Rannte eine halbe Meile vor und wieder zurück. Wenn wir nach Hause kommen, sagte der Quasselkasper, erzähle ich dir 1000 Geschichten von Wasserburg. Nein. Na, was sagte ich euch? Reichtum ist Bullshit, Hühnerkacke, Fliegendung. Weil wer nichts braucht, der hat ja das, was er braucht, nämlich nichts. Und wenn man hat, was man braucht, was braucht man dann mehr?